Wir wollten den Schnellkäfer filmen und schon läuft wieder irgendeine Statist ins Bild. Ist unglaublich. Ich kann es einfach nicht sein. Was ist für ein Käfer? Genau. Ein Ampedus pomorum, ich hoffe, ich hätte ihn richtig bestimmen. Wir haben gesagt, wir machen für YouTube einen Film. Und er tut sich überlegen. Also weltweit gibt es etwa 10'000 von diesen Arten. Also 10'000 von dieser Art, oder? Also nicht der, von ganz verschiedenen Arten. 10'000 verschiedene Arten. 10'000 verschiedene Arten. Schnellkäfer? Ja. Gibt es auch Langsamkäfer? Also er überlegt sich immer noch. Und er hat uns Absage erteilt. Dafür kommt hier schon unser nächstes Fotofilmmodell. Und das ist es. Eine gelbbindige Furchenbiene. Sie kommt eigentlich ursprünglich aus dem Mittelmeer rum. Sie hat auch so gern warm. Und darum sagen sie auch, es könnte ein Indikator sein für das erwärmende Klima. Sie baut ihre Nester gerne in Böschungen oder so in Steilwänden. Und weg ist sie. Und hier haben wir eine Libelle und die ist sehr schön Modell gestanden. Man sieht, das ist Zwiebeln, das ist sehr gut gehärtet. Also, man muss schon gut schauen, für das man es überhaupt findet. Das ist Zwiebeln von einer Hufeisen Azurjungfer. Ist ja schön, die Flügel. Ich will ja wissen, aus was für Material das die eigentlich sind. Wie da die molekulare Zusammensetzung ist, da könnte man sicher etwas machen im Flugzeugbau. Da sehen wir schön die Flugmuskeln hinten noch. Jeder Flügel einzeln steuerbar. Und es hat irgendein Pilz auf dem Auge. Ist ein Pilzbefall, nehme ich an. Es sieht so aus, ja. Ich denke, das ist der Grund, wieso dass sie die Augen so viel putzen, dass sie keine Pilze nicht bekommen. Ja. Hier die drei Pünktli, mitten auf dem Kopf, also eins voraus, das sieht man jetzt hier schlecht, dass sie noch Augen haben. Zusätzlich, ja. Sie sagen, sie brauchen das für die Steuerung im Flug. Das ist das Männchen. Da sieht man im Bauch, es hat Parasiteneier. Ja, Wasser. Flöhe, ja. Die allerdings die Libellen nicht umbringen, sondern einfach schwächen. Genau. Und hier haben wir sie gerade bei der Paarung getroffen. Man sieht sehr gut, wie sie hing im Genick festgemacht hat, das Männchen hier.
Und sie sagen dem, das sei ein Paarungsrad. Wir sehen auch gut, dass das im gegenseitigen Einverständnis ist. Also das Zwiebeln tut man heben. Sie schlüpfen übrigens zwischen Mai und August. Ja, und hier sehen wir das Resultat der Paarung. Sie tun die Eier unter dem Blatt, das sind sehr rosen Blätter hier, ankleben. Und wir hatten gerade das grosse Glück gehabt. Es war offenbar so eine Massenveranstaltung. Es waren etwa 14, 15 Stück Perlen dort. Und dann haben wir gerade gebig können filmen. Wir sehen hier schön, wie die Männchen sich immer noch festklammern. Damit wollen sie verhindern, dass irgendein Rival noch die Paarung übernehmen könnte. Wir haben auch Libellen gesehen, wo der Oberkörper des Männchen, vom Vogel, ist abgefressen war. Und hinten noch war nur noch der Stängel dran, aber der hat sich noch festgehalten. Also, ich weiß nicht, ob sich die festkleben oder was. Wie lange ist die normale Lebensdauer? Sie werden nur etwa 4 Wochen alt. Als Libellen. Genau. Und sie fressen Insekten, die sie im Flug fallen. Und sie hier sucht jetzt eine Stelle, wo sie die Eier ablegen kann. Und sie tut sie, so wie wir gerade gesehen haben, an verschiedenen Orten am Blatt ablegen. Ja, das ist der nächste Schauspieler. Das ist eine Herbstfliege. Bei uns sagt man auch, es ist eine Stallfliege. Also die den Ross und den Kühen um die Augen schwirrt. Genau, ja. Und der hier? Das ist nur eine Weide-Erdfloh. Ist also auch ein Flohkäfer. Ja, man sieht hier die Sprungbeine hinten. Sie sind dicker als die anderen. Genau. Wird nur etwa bis 3,5 mm gross. Und sehe ich hier? Was ist das? Das ist eine gelbbindige Schwebfliege. Ja, bei der sieht man die Verdauung sehr gut. He? Ja, sie ist fast durchsichtig. Stell dir mal vor, bei uns wäre das so. Wenn du siehst, wie die Spaghetti im Bauch. Das ist ja eine rechte Vorstellung. Da. Es tut recht wäuelen da drin. Ja. Ja, das wär's schon. Bis später. Bis dann.